Hallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Avencast. Ja, wir sind ja hier eingeschlossen in dieser Sicherheitsschleuse, wurde ja dieser Bereich genannt. Und ja, ich habe da mal kurz gegoogelt, war ganz schnell. Ich habe einfach Sicherheitsschleuse Avencast eingegeben und dann kam bei gutefrage.de, net, wie auch immer, die Antwort, dass man Gorlin rufen soll. Und auf die Idee hätte man auch natürlich selbst kommen können, aber, und ihr habt es bestimmt auch in die Kommentare geschrieben, ja, probieren wir mal. Gorlin ist leider zurzeit sehr beschäftigt, aber Handel muss immer möglich sein. Wie kann ich dir helfen? Hilfe, Gorlin. Wenn du das irgendwie hörst, ich sitze hier in der Falle. Bitte hilf mir. Gorlin ist leider... Okay. Also ich stelle mir gerade vor, was ist denn, wenn man kein Geld mehr hat? Dann ist man hier drin ja gefangen, oder? Also. Das ist dann blöd. Okay, aber. Kommt der jetzt? Aha. Aha. Lass kurz warten. Da ist der Gorlin. Der Retter in der Not. Ja, gerade rechtzeitig ist Gorlin gekommen. Gut, dass du meinem Doppelgänger Bescheid gesagt hast. Ich sehe immer wieder mal nach, was er so macht und ob die Preise stimmen, weißt du? Und ob jemand was Interessantes gesagt hat. Aber jetzt müssen wir weiter. Ich habe den Teleporter schon wieder aktiviert, keine Sorge. Gorlin hat das alles schon gemacht. Was war das für ein Dämon, der dich eingesperrt hat? So ein Glück, dass du gekommen bist. Naja, der Dämon nennt sich Kulkar... Kulkuratz. Ich weiß nicht genau, warum er mich hier eingesperrt hat. So, Junge, hör mal zu. Gorlin hat dir das Leben gerettet. Ja, ganz viel. Und jetzt musst du Gorlin einen Gefallen tun. Du musst mit mir zum Museum kommen und es für mich öffnen. Ich muss da unbedingt hin. Das kannst nämlich nur du, weil du ein Kyranier bist. Und es wird gut für dich sein, Gorlin einen Gefallen zu tun. Denn der gute Gorlin kann dir den Weg noch weiter ins Innere der Festung öffnen. Da willst du doch hin, oder? Was hörst du denn schon wieder im Schilde? Und was soll ich dort mit diesem bei diesem Museum? Aber gut, du kennst den Weg ins Innere der Festung, also will ich mit dir kommen. Kommt der jetzt mit? Ne. Okay. Dann speichern wir mal jetzt und dann benutzen wir mal den Teleport. Das war doch der hier, oder? Bin so oft hin und her gelaufen. Halle der Kunst und Vorpalast. Ah, da ist Gorlin. Okay. Also wir scheinen hier richtig zu sein. Hier können wir uns teleportieren. Das geht nach dort. Nee, nach dort geht's nicht. Gorlin geht nach dort. Hier geht's noch verschlossen. Ah, das macht Gorlin wieder bestimmt auf. Oh, da ist ein Geist. Ist das Museum? Besucher? Wie seltsam. So viele Jahre herrschte Stille. Bis auf die Dämonen lebte keine Seele an diesem Ort. Doch heute seid ihr schon der Zweite, der hier vorbeikommt. Ich hoffe, ihr zeigt mehr Verständnis als der vorige Besucher. Ich bitte euch, hört mich an. Dann war Megantiolis tatsächlich im Inneren der Festung? Aber wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Mein Name war Enrael. Ich wurde vor langer Zeit auf die Gezeitenfeste eingeladen. Doch ich habe die Gastfreundschaft der Kyranier ausgenutzt und den Königsbrillanten aus dem Museum gestohlen. Als Bestrafung wurde ich verflucht. Mein Geist wird so lange keine Ruhe finden, bis sich ein Kyranier meine armen Seele erbarmt und den Brillanten an seinen Platz im Museum zurückbringt. Bis dahin darf ich diesen Ort nicht verlassen, als Abschreckung für andere Diebe. Doch nun, da die Kyranier verschwunden sind, werde ich wohl ewig büßen.
Verzweifelt nicht, ich bin ein Kyranier und ich will euch helfen. Wohin muss ich den Brillanten denn bringen? Nehmt den Königsbrillanten, kyranischer Meister. Ihr müsst die richtige Vitrine im Museum finden und ihn an den richtigen Platz bringen. Dann bin ich erlöst. Bitte nehmt euch meiner an. Ich bereue meine Tat wirklich zutiefst. Ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Oder ich werde es versuchen, aber sagt, was ist hier passiert? Ist es wahr, dass alle Kyranier gestorben sind? Ich kann euch leider nichts Genaues berichten, denn ich war immer an diesem Ort vor dem Tor des Museums gebunden. Die Zerstörung der Gezeitenfeste nahm ihren Anfang, als plötzlich die Herrscharen Morgaths einfielen. Sie waren überall, ich konnte sogar einige Kämpfe beobachten. Dann schien sich die Kyranier in den Palast zurückzuziehen und es wurde ruhig in der Feste. Das ist nun viele Jahre her, aber keiner von ihnen kam je wieder zurück. Wie seltsam, ich muss unbedingt in den Palast, um herauszufinden, was hier passiert ist. Ja, vielleicht sind die da ja alle noch und warten auf ihre Vollkommenheit oder so. So, dann gucken wir mal. Wir müssen die richtige Vitrine finden, aber erstmal schauen wir, was hier so alles rumliegt. Können wir hier interagieren? Nee. Schriftrolle. Eine Schriftrolle. Na, schön. Okay, in der Mitte war noch so ein Rubin oder sowas. Und ein Kristall. Das ist cool. Ich würde gerne damit noch interagieren, um zu lesen, was da steht und so. Aber das ist anscheinend nicht da. Ein Hammer, ein Meißel. Wenigstens so eine Beschriftung oder so. Was das sein soll. Aber trotzdem cool, dass es hier so ein Museum gibt. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Urne, wa? Hm. Ein Sack. Sieht aus wie ein Geldsack. Da ist was kaputt. Hier ist irgendwas runtergefallen. Hm. Ein Kristall. Hm, ein Podest oder so. Eine Vitrine. Also eine Vitrine ist hier zumindest nicht. Okay, dann gucken wir mal, was unser Gorlin zu sagen hat. Ja, da sind wir. Nun musst du mir das Tor zum Museum öffnen. Das kannst nur du, weil du ein kyranisches Amulett hast. Hör mal, Gorlin. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Sag mir wenigstens, was du da drin willst. Das ist Gorlins Sache. Ich werde dir die Tür nach rechts aufsperren und ich muss dann im linken Teil was nachsehen. Nur was nachsehen. Wir treffen uns dann einfach in der Mitte. Ja, nicht, dass der so endet wie der andere. Gorlin, du hast den Geist da vorn gesehen. Stimmt. Oder? Mir ist gar nicht wohl bei dem Ganzen. Das ist allein Gorlins Sache. Misch dich da nicht ein. Mach jetzt die Tür auf und geh in den rechten Teil. Eine ganz tolle Sammlung ist das im rechten Teil. Du wirst schon sehen. Also, na gut. Ich gehe mal ihm hinterher, oder? Was interagieren hier. Endlich. Ich bin erlöst. Ich danke dir, junger Kyranier. Okay. Hab ihn erlöst. Und was willst du? Wieso hast du... Geh endlich da rein. Du wirst schon sehen. Da sind ganz tolle Sachen drin. Ich gehe ja schon. Nö. Ich guck mal, was hier drüben ist, oder? Hm? Verschlossen. Ach, Menno. Der schließt mich doch 100 pro hier ein. Naja, okay. Machen wir mal. Ja. Ja, sag ich doch. Aber ganz tolle Sachen. Ein Feuer, ein... Oh, leuchtende Pilze. Das ist ja cool. Ja, ein Monster, wie es sich anhört. Hallo? Oh Gott.
Okay. Ob man da hinten jetzt rumkommt zu Gorlin? Wie gesagt. Okay. Aber cool hier mit dem. Das sind auch richtig viele verschiedene Sachen, die hier so rumstehen. Boah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was hat der dabei? Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Nee. Okay. Da ist ein dicker Wolgat und hier auch irgendwie. Oh, oder. Hallo. Aua. So. Mal. Das war nicht so gut. Ich habe da den falschen Zauber. Oh. Wieder nicht ausgewichen. Mann, 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 Mann. Diese Wolgats, ne? Nein, wieder der falsche. Runter rechts war das, ne? Ja, genau. Und noch so ein Wolgat, ey. Unter rechts war das. Diese Wolgats, eine Tafel, eine Landkarte. Die Sachen kennen wir aber schon, glaube ich. Oh nein, ich höre es schon. Achso, ich dachte gerade, das ist wieder ein Wolgat. Doch Wolgat. Na, kommst du um die Ecke? Okay. Ein Heiltrank, sehr schön. Und noch mehr Gold. So, jetzt kommen wir doch gleich auf die Seite, wo Gorlin ist. Okay. Huch, ist noch einer? Ja. 1, 2, 3. Upsa. Sein Druck. Noch ein Schlüssel? Kyranischer Schlüssel. Habe ich jetzt 4 Schlüssel? Okay.
Na gut. Speichern und jetzt gucken wir mal, was hier der Gorlin treibt. Nein, nicht! Fresst mich nicht auf! Ich habe euch doch gar nichts getan! Oh nein! Hilfe! Was ist das denn? Hilfe! Uiuiuiui, was sind das für Viecher? Mutierter Chimaku. Bei den 6 Warzen der Schwefelkröte. So ein Glück, dass du gekommen bist. Sie wollten mich auffressen, die garstigen Tiere. Aber der hübsche Stab. Nein, nein, das ist meins. Nimm es nicht. Es gehört mir allein. Okay, immer langsam, guter Freund. Diese garstigen Tiere, wie du sie nennst, sahen irgendwie nicht wie Morgaths Schergen aus. Und was ist das für ein seltsamer Mini-Naturstab? Auf jeden Fall werde ich mir nun mal ansehen, was du da zu stehlen versucht hast. Das musst du gar nicht wissen. Das ist mein Stab. Er gehört Gorlin, mir allein. Gib ihn mir wieder, es ist meins. Du darfst ihn mir nicht wegnehmen. Wenn ich ihn Königin Esalime schenke, lässt sie mich vielleicht ins Feenreich zurückkehren. Aha, habe ich dich gerade gerettet? Nee, habe ich dich gerade... Habe ich dich nicht gerade gerettet? Zeigst du so deine Dankbarkeit? Eigentlich gehört der Stab ja nun mir. Nun rück endlich heraus mit der Sprache. Was hast du... Nee, was hat das hier alles zu bedeuten? Wer ist diese Königin? Langsam verliere ich die Geduld. Oh je, aber... Ich weiß nicht. Ich meine... Ich will die ganze Wahrheit, Gorlin. Und zwar schnell, sonst wirst du diesen Stab so schnell nicht wiedersehen. Komm schon, sprich. Wir sind ganz schön krass geworden. Oh je, die ganze Wahrheit. Na gut, ich werde dir alles erzählen. Ja, da bin ich ja gespannt. Vor sehr langer Zeit, da war Gorlin ein Kobold im Land der 1000 Regenbogen. Bis ich mir einmal ein kleines Scherzchen erlaubte und die Feenkönigin Esalime mich verbannte. So wurde ich vom Kobold zum Gnom. Viele Jahre versuchte ich, wieder ins Feenreich zurückzukehren, doch vergeblich. Aber dann, eines Tages, begegnete ich dem Volk der Sphärenwanderer. Sie nahmen mich auf und ließen mich in ihrer mächtigen Gezeitenfeste wohnen. So viele hübsche Dinge sahen meine gnomischen Augen dort. Aber eines, das war das Schönste von allen. Der güldene Stab einer Feenkönigin. Ja, genau der, den du mir weggenommen hast. Im Museum haben sie den Schatz aufbewahrt, doch das war kein Problem für mich. Ich hatte mich schon bis in die Halle der Kunst vorgeschlichen. Da stand ich plötzlich dem schrecklichsten Untier, das es nur gibt, gegenüber. Einem schwarzen Funkeltiger aus dem Feenreich. Verschlingen wollte den armen Gorlin. Und ich rannte so schnell ich konnte im Kreis. Immer wieder. Bis schließlich Pentalonis zufällig ins Museum kam. Ja, dein Vater war es, der Gorlin damals vor dem gemeinen Tiger rettete. Nach dem Recht der Kyranier hätte ich jahrelang schmoren müssen für mein kleines Vergehen. Verflucht hätten sie mich. Aber Pentalonis war nett und hat Gorlin nicht verraten. Dafür wurde ich sein Diener und schwor ihm ewige Treue. Den Rest kennst du ja schon. Aber über all die Jahre hinweg konnte Gorlin den glitzernden Feenstab nie vergessen. In Avencast fand ich dann endlich ein Buch über Funkeltiger. Da stand drin, dass es einen giftigen Saft vom Glühwürmchen gibt, der für Funkeltiger ganz tödlich ist. Und dass diese bösen Tiere gerne nette kleine Chimakus fressen. Also dachte ich mir, wenn ich nun die Chimakus mit dem Saft füttere und den Funkeltiger mit den Chimakus, dann wäre ich das Biest endlich los. Aber nein, im Buch stand zwar drin, dass Glühwürmchensaft für Funkeltiger tödlich ist, aber nicht, dass aus den netten kleinen Chimakus plötzlich riesige, schreckliche Monster werden. Ich konnte nicht mal mehr bei den Warzen der Schwefelkröte rufen. Da gingen sie schon auf den armen Gorlin los. Auffressen wollten sie mich. Wieder rannte ich Runde um Runde im Kreis und die Chimakus hinter mir her.
bis du dann gekommen bist und mich gerettet hast, wie damals dein Vater. Ja, das war alles. Jetzt habe ich dir alles erzählt. Die ganze Wahrheit. Wow, was eine Geschichte. Nun gut. Nun, Gorlin, danke, dass du mir letztendlich alles erzählt hast. Ich werde dir den Feenstab nun zurückgeben. Und nun zeig mir bitte, wie ich in den Palast komme. Du gibst Gorlin den hübschen Stab zurück? Danke. Danke, danke! Gorlin kann vielleicht wieder zum Kobold werden, wenn er ihn Königin Issalie beschenkt. So, komm, ich werde dir zeigen, wie man zum Palast kommt. Danke, Gorlin. Es freut mich, dass dir der Stab vielleicht helfen kann. So, wenn du da durchgehst, dann wirst du bald zum Palast kommen. Ich weiß noch nicht. Ich werde mich noch ein bisschen umschauen hier. Schon gut, Gorlin. Aber pass auf dich auf. Ich bin schon gespannt, was mich im Palast erwarten wird. Da ist der Gorlin nun verschwunden und ich sehe dort hinten schon einige Monster. Aber die bekämpfen wir dann zusammen in der nächsten Folge. Lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.